Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte irgendwo in Thüringen 2.0 Version 2.00. Die 1 ist eine Arbeit, die 2.0, 2.1 oder so mit dem Kreis, keine Ahnung. Ja, wir hauen wieder ab. Tatsächlich. Macht nichts, genau richtig. Mal beide leer machen da oben, dann ist die Opel fast voll. Ne, wir sind noch nicht mal voll. Bin noch was drinne. Wird voll gewesen sein. So, jetzt nehmen wir den roten. Und dann müssten wir eigentlich fast durch sein hier, ne? So. Dann können wir nicht gleich den ersten Abfahrer losschicken mit na, Schwatten hier. Wo haben wir unseren Schwatt? Ah, das machen wir nachher, wenn es soweit ist. Immer einen am anderen. Wo wir hier Stroh haben im Lager. Wenn wir jetzt genug haben, wollen wir nicht holen, ne? Ich denke mal, wird reichen für Mischfutter. Wir streuen ja nichts ein. Dann lassen wir es liegen. Verkaufen tun wir auch nichts. Also wir machen könnten wir eine Ballenpresse. Ja, gut, okay, eine Ballenpresse, naja. Na, ich weiß nicht genau. Kostet ja auch wieder Geld, ne? Und für Stroh? Lohnt sich, glaube ich, nicht. So. Ist der andere auch wieder voll? Sieht so aus. So, mal kurz. So, schon mal auf geht's, Junge. Der nächste ist voll. Jetzt weiß ich, wo ich Edgar nicht genommen habe, weil er ein bisschen zu lang ist für die Kurse hier, denke ich mal. So, da haben wir es hier. Das finde ich jetzt nicht lustig. Da kommt ja aber wieder der Ruf, ich bin voll. Bin auf verkehrte Richtung gefahren. Die Ladeballen da. Hier bleiben. Bin schwierig, kann doch nicht so folgen.
müssen zumindest fast leer bekommen, sonst ruft er bald wieder. Das sieht gut aus. Sollte fertig werden normalerweise. Wird fertig. Hätte der Regen nicht ein bisschen später kommen können, dann wäre das alles erledigt gewesen. Aber ist nicht, ne? So, gut. Gehen wir gleich raus. Und machen gleich den Rest nach. Können wir ihn entsprechend zum Hof zurückfahren und dann auch erledigt hier. So. Mal gucken, wo er rumsteht noch. Wissen wir was? Macht der ihn fertig? Irgendwo irgendwie Reste haben. Nicht gemacht wurde. Ja, da oben scheint alles ordentlich zu sein. Da auch. Also weiter sehe ich nichts immer. Machen wir leer. So, der Schwarz ist auch fertig. So, mach mal leer an den Befahrer, ne? Den können wir doch stehen lassen. Hat er erst nicht ganz leer gemacht? Kein Wunder, wer losgefahren ist. Ja. Das ist ja dann kein Wunder. Ja, das macht jetzt auch nichts. Eben durch. Packen wir hier mal ein. Da ist der Schwatter. Dann ist 41 auch fertig. Dann ist gut. Ja, die Ballen werden wir alle abhauen hier, die Rundballen. Wird keine Freude aufkommen hier.
Und dann macht hier nichts, dann wollen wir einspringen. Das ist aber das gleiche Problem wie am Anfang. Er kam mit Schneidwerk rein in ein Sojafeld. Ein Soja. Nicht ein Zelt, aber hier vorne, wo mal Soja gesät wurde. Und das mag er nicht. Also müssen wir eingreifen entsprechend. Dann können wir gleich hier vorne mal reinfahren ein Stückchen. Bis zum Sojafeld. Und dann ist Schluss mit Lustig. Aushängen, einhängen. Weil er stellt sich vorne automatisch um. Normalerweise, so war das früher. Früher gab es für Raps ein extra Schneidwerk und für Getreide auch. Weil er es jeweils anders haben möchte. Aufgrund der Tatsache, dass es anders aufgebaut ist, denke ich mal. Ob so ist, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls ist es so, dass es mein Schneidwerk nicht gleich ist. Im LS17 gab es sogar, oder LS15, gab es sogar Schneidwerke für ehemalige DDR-Geräte. Die waren da entsprechend, da musst du es separat haben. Als Mods gab es die aber, ne? Die konnten halt dann nicht beides treffen, ne? Wie das so im reellen Leben aussah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es so gewesen. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich Raps anschaut, von der Stängel, von der Größe und von der Festigkeit, ist es anders wie Weizen oder Getreide, ne? Oder an sich Gerste oder so. So, dann ist der auch voll. Ich gehe jetzt mal kurz zum LKW. Staub hier. So. Gut, dass es kein, ja, 4D gibt, ne? Wo im Prinzip Regen oder Staub oder Gerüche vielleicht noch kommen würden, ne? Ja, äußerst. Teilweise unangenehm. Na, statt hätte noch gefehlt, hier Staub hier in der Wohnung. Dann kann ich aber putzen hinterher. Ist ja nicht so gut. Der nächste auch leer. Achso, der schwarze ist ja eh am Fertigen, dann bin ich nicht abladen. So, da fährt er so weiter, der Bruder. Von daher. Na, der LKW kommt nicht aus dem Puschen heute. Haben wir dann Mod aktiviert, realistische Gewichte? Das kann sein. Dann ist es ein bisschen schwierig, in Gang zu kommen. Bergauf vor allem. Aber das mag ja sein. Das Ding hat 50.000 Liter. Sag mal so, das ist entsprechend schwer. Ob es genauso schwer ist wie Liter, weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht so bestätigen, das weiß ich nicht. So, müsste bald leer sein, ne? 23%, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1, leer. So. Oh, was sind hier? Ich kann eigentlich die Rescher gleich vor Ort lassen, bis ja noch die 42. machen. Zumindest einer. Weil das kommt ja garantiert auch irgendwann.
Tja, dann müsste man eigentlich den Abfahrer wieder losschicken, ne? Zu weit weg. Acht. Fertig. Leute, ich bin fertig. So, schau, das war's für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Ich sage hier mal Tschüss und Ciao. Man sieht und hört sich dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Tschüss.